Wie mit fast jedem neuen Feature-Update kamen beim letzten Update auch einige neue Secret-Features dazu. Kurz zur Definition, Secret bzw. geheime Features sind Änderungen oder Hinzukommnisse, die nicht offiziell im Changelog festgehalten sind. Diese Secrets können zum einen sehr klein sein und somit auch kaum bemerkbar sein, aber auch wiederum groß und direkt auffallend. Falls euch das Video gefällt, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und wir fangen auch direkt mit dem ersten Secret an. Secret Nummer 1, die Schlafanimation, wie wir sie kannten, gibt es nun nicht mehr. Eigentlich hat man sich vor dem Patch einfach ins Bett gelegt und ist mit einer sinkenden Animation und mit verdunkeltem Bildschirm eingeschlafen. Jetzt sieht das Ganze ein wenig anders aus. Es sieht so aus, als würde der Spieler durch eine sinkende Kopfanimation wirklich einschlafen. Somit wurde das Ganze etwas realistischer gemacht. Es ist zwar ein sehr kleines Feature, aber dennoch eine geheime Änderung. Vor dem Update war es ein Riesenaufwand, durch Endermänner an Enderperlen zu gelangen. Einen Enderman auf freiem Feld zu finden, war schon schwer genug. Ihn dann noch zu erledigen und eine Enderperle zu bekommen, war da schon relativ nervtötend. Doch nun spawnen die Endermänner auch im Nether. Im ersten Moment denkt ihr euch sicher, was daran so besonders sein soll, aber das kann ich euch sagen. Endermänner spawnen im Nether nicht nur häufiger, sondern größtenteils auch nur in Gruppen. Diese Gruppen können von 2 bis 5 Endermännern variieren. Somit ist es wesentlich einfacher, sie zu finden und ebenfalls geht es schneller, genug Enderperlen für 12 Enderaugen zu finden. Unsere Regeneration ist seit Patch 1.36 auch anders. Früher hat man bei vollen Hungerbalken lediglich sehr langsam Herzen regeneriert, doch jetzt sieht das Ganze anders aus. Mit dem neuen Update kam auch nun die 1.9 Regeneration auf die Konsolen. Das Leben wird durch Essen wesentlich schneller aufgefüllt als vorher, was nach einem harten Kampf wirklich sehr hilfreich sein kann. Jemanden im Battle Mode zu erledigen, sollte nun etwas aufwendiger sein. Ihr kennt sicher alle solche Situationen, wo ihr Kisten in Dungeons, Minen, Wüstentempel oder Dörfern ausräumt und dort nur maximal 2 bis 5 Items in den Kisten zu finden sind. Die Lootmenge in solchen Kisten wurden nun auch um einiges erhöht. Statt 2 bis 5 Items kann man nun auch Kisten finden, die bis zum Rand voll mit Items gefüllt sind. Klar ist die Chance nun auch höher, unnützes Zeug zu bekommen, aber ebenso höher auch etwas zu finden, wonach man gesucht hat. Secret Nummer 5. Mit dem neuen Update kam auch endlich das Savannendorf dazu. Also sind ab sofort in Savannenbiomen auch mit solchen coolen Dörfern zu rechnen. Man muss schon zugeben, dass die Dörfer mit Akazienholz schon wesentlich besser aussehen als ein normales Eichenholzdorf in einer normalen Ebene. Doch ebenfalls gab es noch eine weitere kleine Änderung an Dörfern. Sobald ein Dorf auf oder unmittelbar neben Wasser generiert wird, generiert es nun auch automatisch kleine Brücken und Stege, damit die Dorfbewohner auch die Häuser verlassen können, ohne eine Runde schwimmen gehen zu müssen. Das waren die ersten 5 von noch weiteren Secret-Features. Falls ihr einen weiteren Teil möchtet, wo ich euch noch das ein oder andere Secret zeige, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Schreibt mal gerne euren Favorit dieser Liste in die Kommentare, aber ebenso auch das, was ihr am unnötigsten findet. Jetzt wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder, Freunde. Tschüss!